Einbrecher werden heute mehr und schneller verwischt, auch weil die Forensik bessere Möglichkeiten hat. Wir haben heute ganz sicher nur einfacher für die DNA-Auswertungen zu machen zu lassen. Das geht schneller, es ist eher preislich ein bisschen günstiger geworden. Ja, das ist einfach der technologische Fortschritt. Auch sehen wir, dass auch Fingerabdrücke, Entwicklungsmöglichkeiten von Fingerabdrücken immer verbessert werden. Das ist immer noch ein Forschungsthema heute. Und die Leuchtquellen, Bildaufnahmemöglichkeiten und so weiter, da ist ein grosser Schritt gegangen in dem Sinn. Also da ist es einfacher geworden. Ist dann die Forensik zu einem langweiligen Kinderspiel geworden? Nein, das kann man so nicht sagen. Die Herausforderung ist immer da. Sie kommen rein, sie sehen, dass da etwas vorgefallen ist und sie müssen jetzt entscheiden, eigentlich sehr selbstständig, müssen sie entscheiden, wo sind jetzt die richtigen Spuren. Sie müssen sich also einmal in die Täter hineinversetzen, wo ist er eingestiegen, was wären die interessanten Sachen, die er gesehen hat. Hat er die angelangt? Und dort finden wir die Spuren, die wieder zu einer Person führen. Neue Spuren liefert zum Beispiel Smartwater, eine besondere Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ist in einer Kartusche. Wenn mit einem Stössel Druck produziert wird, geht es über eine Düse. Und die Leute, die sich in der Nähe darunter befinden, die werden dann entsprechend eingesprayt, markiert. Die Rezeptur ist einzigartig und natürlich geheim. Die besteht aus verschiedenen seltenen Erden, die in einer ganz speziellen, einzigartigen Art in jeder Kartusche gemischt werden, zusammengemischt werden, sodass, wenn man mit deren in Berührung kommt, kann eindeutig nachweisen, woher man da besprüht worden ist. Aus der forensischen Sicht ist für uns wichtig, dass dort halt noch in diesen Sprühnebel noch Sachen drin sind, die uns direkt zur Täterschaft führen. Also wie eine Art ein Sprühnebel mit Fingerabdruck ist oder mit einer DNA, wo nachher dann wirklich auch kann verglichen werden, wenn das zum Beispiel auf den Kleider ist, auf der Haut von dieser Person, dann wissen wir, aha, die ist wirklich der gewesen, die ist mit dem Sprühnebel in Kontakt gekommen. Das ist gut. Und auf der anderen Seite, wir dürfen nicht vergessen, wir sind bei der Polizei und bei uns ist auch ein Thema ganz wichtig, Prävention. Und das hilft natürlich auch schon, wenn jemand sieht, oh, da haben wir nochmal einen Extraschutz drin, dann tut er sich auch zweimal überlegen, möchte ich da jetzt quasi meinen Einbruch machen oder nicht? Wo eignet sich das Smartwater und wo nicht? Grundsätzlich überall, wo es Wertgegenstände hat, wo man will schützen will. Selbstverständlich Bankfilialen, allenfalls auch eine Bijouterie, Juwelier. Dort, wo es kann sein, dass Leute sich eben Zutritt verschaffen, die nicht sollten, etwas mitnehmen und wir diese Leute markieren, dass nachher die Polizei kann nachweisen kann, dass sich diese Person zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort aufgehalten hat. Bringt man das von einem wertvollen Gegenstand wieder weg? Sagen wir mal auf Gegenstand, da haben wir sicher irgendwie wieder die Chance, dass wir die können wegbringen können. Oder? Jetzt aber auf einem Bild, auf einem Gemälde, wenn das nicht irgendwie geschützt ist oder eingepackt ist, dann wird es schwierig. Also ich denke, so ein Sprühnebel danach, das ist nicht unbedingt das Geeignete oder die Farbsachen sind nicht unbedingt das Geeignetste, um Bilder zu schützen. Ich meine, wir kennen das auch vom Geld durch die Farbbomben oder auch durch die Farbmarkierungssysteme, die auch bei Kleidern zum Beispiel angebracht werden. Dann ist natürlich der Gegenstand oft nachher nicht mehr zu brauchen. Aber halt auch für den Täter nicht zu brauchen. Es ist so, die Flüssigkeit ist sehr hartnäckig, die bleibt auf dem Gegenstand haften, sehr lang haften, die bringt man fast nicht mehr weg. Und unter UV-Licht wird sie dann erkenntlich. Das ist auch die Art, wie die Polizei dann funktioniert, zum Nachweisen, wenn sie einen Verdächtigen hat. Zuerst mal eine erste Kontrolle ist mit UV-Licht anleuchten. Wenn es dort einen Spritzer drauf hat, dann wird man eine Probe nehmen und dann mit dieser Probe ins Labor gehen, wo dann innerhalb weniger Stunden dann kann das Resultat nachweisen. Für uns ist es natürlich so, wir wollen möglichst den Schutz haben, wir wollen es erstens verhindern und wir wollen nachher können die Täterschaft ermitteln. Also wir wollen die Spuren haben, die nachher die Ermittlung auch wirklich damit arbeiten, um die Täter dingfest zu machen. Es ist auch eine gewisse Zeitfrage, dass man die Personen dann hat, wenn sie ein, zwei, drei Monate später
werden sie es dann auch nicht mehr auf der Haut haben. Dann hat sich ihre Haut dann auch wieder, die obere Haut wieder abgelöst und wieder neu gebildet, dann verschwindet es natürlich. Auf den Kleidern, die kann man entsorgen. Oder wo man weiss, die kann man ersetzen. Genau. Von dem her ist es also auch weiter wichtig, dass man auch die polizeiliche Arbeit macht und möglichst schnell die Täterschaft habhaft wird. In der Schweiz sind die Lösungen neu, aber die Flüssigkeit gibt es schon lange. Und in England zum Beispiel nehmen die Einbruchdiebstähle seit Smartwater deutlich ab. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Polizei erfolgreicher ist. Sie kann viel einfacher nachweisen, dass ein Täter halt tatsächlich oder ein Verdächtiger halt dann tatsächlich an dem Ort war und aus dem Grund auch die Verurteilungsrate natürlich wesentlich höher ist. Mehr dazu lesen Sie unter safety-security.ch.